Yo, meine Freunde, was geht? Hier ist wieder Officer Meme Patrol und ich würde sagen, Leute, wir schauen uns heute wieder eine Menge Revi-Memes an. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu scharf, bevor ich mir, ne, ich will jetzt auch gar nicht den Satz weiterführen, ihr wisst schon, was ich meine, meine Freunde. Ich habe heute mal mein Polizeikostüm rausgekramt und ihr habt jetzt auch nochmal die Möglichkeit, mich in kompletter Action in diesem Polizeikostüm zu sehen. Ihr seht jetzt im Anschluss nochmal ein paar Revi-Greenscreen-Memes-Clips, die ihr dann gerne wieder nutzen könnt, um daraus ein eigenes Video zu bauen, meine Freunde. Sämtliche Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ladet euch die Clips runter, wie gesagt, und baut was Geiles heraus. Ich möchte jetzt wieder regelmäßiger Greenscreen-Memes bringen. Dankeschön. An dieser Stelle, wie gesagt, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Einfach unter dem Hashtag GreenRevi auf YouTube oder Twitter posten. Am besten ladet ihr es auf YouTube hoch und postet das Video dann auf Twitter und folgt mir auf Twitter und auf Instagram. Super, alle Links in der Videobeschreibung. Und dann reagiere ich darauf und küsse eure Augen zehnfach. Dankeschön. Oh. Sie sind hier gar nicht der Verdächtige. Entschuldigung. Ah, was haben wir denn hier? So, werden hier also illegalerweise Drogen gehandelt, ja? Pass auf, Kollege, sonst gibt euch direkt eine auf. Oh, Scheiße. So, Dieter, hä? Mein süßer, kleiner Polizeimops. Also, komm, Spurensuche, Dieter. Dieter? Erstmal Mittag, ne? Ist auch wichtig als Polizist. Man muss aber gönnen können, sag ich immer. Aber ein Polizist. Beginnen wir nun, meine Freunde, die Revi-Memes anzuschauen. Und ich bin echt gespannt, was da wieder dabei ist, weil die sind ja immer echt extrem nice. An der Stelle möchte ich hier nochmal einen Gruß an meinen Kollegen General Schweinebacke raushauen. Ich würde sagen, meine Freunde, wir beginnen direkt mit dem ersten Meme. Wenn sich mein Prof ein Käsebrot macht, ist es dann wissenschaftlich belegt? Wahrscheinlich ist es das, oder? Absolut unlustig wieder. Revi-Meme unterstrich. Eine Seite, die ich jetzt schon mehrfach in diesen Videos dabei hatte. Extrem stark auf jeden Fall. Nicht. Da muss ich auf jeden Fall sagen, als Meme-Polizei gibt es da jetzt schon mal den ersten Strafzettel für. Du kannst dich gleich bei mir melden. Dann wirst du nämlich direkt abgeführt und ins Meme-Gefängnis gesperrt, denn das ist überhaupt nicht witzig gewesen. Mathearbeit. Zeige, dass die Funktion beschränkt ist. 20 Minuten später hat die Funktion gezeigt, dass ich beschränkt bin. Kann man tatsächlich genau so sagen. Muss man aber auch ehrlich mal eingestehen, meine Freunde, Mathe war nie meine Stärke. Wenn man sich dann an so einer einfachen Funktion aufhält und sich fragt, okay, what the f***, warum sind da jetzt Buchstaben in meiner Mathe-Klausur? A plus B soll das, ich kann doch nur Zahlen rechnen. Dann sollte man dringend darüber nachdenken, vielleicht YouTuber zu werden, meine Freunde. Ich verspreche euch, mit Funktionen müsst ihr überhaupt nichts machen. Ihr müsst einfach nur dumm aussehen und extrem viel Scheiße labern können. Das kann ich. Schaut auf jeden Fall hier nochmal, dass da Thomas wieder dabei ist bei diesem Meme. Ich find's echt schade, dass Thomas momentan so präsent auf meinem Kanal ist. Da müssen wir auf jeden Fall was dran ändern und, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Arzt, keine Sorge, ist es normal, dass ich während der Untersuchung eine Erektion habe? Ich habe keine Erektion. Ich aber. Oh mein Gott, Alter, dieses Bild von Tobi dazu. Ja, moin. Passt auf jeden Fall extrem gut, kann man auf jeden Fall nicht anders sagen. Tobi, auch einer der Kandidaten, von denen ich weiß, dass sie durchgehend mit einer schmerzhaften Dauererektion durchs Land streifen. Ja, aber jetzt nochmal hier auf das Meme zu sprechen zu kommen. Meme in Anführungsstrichen, das sind ja mehr diese komischen Flachwitze als 4-Panel- oder 3-Panel-Meme, extrem stark. Ja, ich war noch nie bei einem Arzt, der eine Erektion hatte, als er mich untersucht hat. Und ich würde, also jetzt rein als Polizist natürlich hier auch ganz einfach mal behaupten, geht hin. Und wechselt auf jeden Fall den Arzt, wenn das passiert. Stark. Viele bekommen einen Schock, wenn sie herausfinden, was für ein schlechter Elektriker ich bin. Oh, Alter, Thomas, hast du dir überhaupt Mühe gemacht, von einer anderen Meme-Seite was zu suchen, Digga? Nee, Digga. Geh doch mal in mein Subreddit. Ich meine, da war ich jetzt seit 3-4 Monaten auch nicht mehr aktiv. Vielleicht sollten wir das... Leute, sollen wir mein Subreddit mal wiederbeleben? Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Hättet ihr darauf Lust? Weil das war schon eine extrem coole Zeit von 2 Wochen. Das, also, stark. Ja, viele bekommen einen Schock, wenn sie herausfinden, was für ein schlechter Elektriker ich bin. Da muss ich auf jeden Fall an der Stelle jetzt schon wieder komplett los. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich das jetzt noch erklären soll oder rechtfertigen soll. Wir machen einfach weiter. Heute war ein echt komischer Tag. Zuerst finde ich einen Hut voll Geld und dann läuft die ganze Zeit ein Typ mit einer Gitarre hinterher. Ja, gut. Wer kennt's nicht, meine Freunde, wenn man da mal in der Innenstadt unterwegs ist und dann plötzlich dem Kerl einfach den Hut mit Geld klaut und dann einem hinterherläuft und man hat da den ganzen Tag, also ich meine, es ist ja eigentlich Win-Win, man hat den ganzen Tag geile Gitarrenmusik, wenn er dann noch spielt, wenn er läuft und man hat da einen neuen Hut plus ein bisschen Kleingeld. Ich meine, ganz ehrlich, meine Freunde, da würde ich als Polizist sagen, das ist auf jeden Fall so freigegeben und wenn der Typ euch mit der Gitarre länger als 20 Minuten verfolgt, könnt ihr euch auf jeden Fall gerne bei mir melden, dann wird der nämlich wegen Stalking erstmal weggesperrt und das ist ja kein Diebstahl. Wer den Hut findet, der darf ihn ja auch behalten, oder? Was ist das für eine Seite?
Shit-Memes. Ja, ich reiße immer die Toilettentür raus, wenn ich aufs Klo gehe. Hä, wieso? Dass keiner durchs Schlüsselloch schauen kann. Was? Ich habe so unendlich viele Fragen zu diesem Meme, dass ich mich jetzt am liebsten einfach erstmal 20 Minuten mit meinem Steuerberater und meinem Anwalt einschließen möchte, um das Problem hier erstmal zu besprechen. Mein Steuerberater, je nachdem dann, ob ich mir jetzt abfällige Aussagen über dieses Meme erlauben darf oder ob ich tatsächlich jetzt schon bankrott bin, und mein Anwalt auf jeden Fall, einfach nur um sicher zu gehen, dass mir nichts passiert. Erstmal der Name Shit Memes und die Font dazu. Da jetzt erstmal die Frage, was soll das? Warum hat man das getan? Ich verstehe es nicht. Dann erstmal ein Crossover-Meme aus Dagi B und mir. Gut, interessant, verstehe ich jetzt nicht so sehr, aber kann ich noch mit leben? Finde ich cool. Ich mag ja Dagi bekanntlicherweise. Aber jetzt ist halt auch hier, die Form ist jetzt, also das ist jetzt sowas wie Comics, das ist eine Mischung aus Comics Hunt und Ich muss mal brechen. Extrem stark auf jeden Fall. Und Wieso ist halt ohne EE geschrieben, damit ist es für mich komplett beendet. Das Meme kriegt 2 von 10 Punkten auf der Ich bin ein und Skala, wir machen weiter. 3 Revi-Socken gleich 30 Euro. 2x Revi plus Socken gleich 20 Euro. Hausaufgabenheft plus Hausaufgabenheft gleich 13 Euro. Ist das jetzt eine Formel? Das sind 10 Euro. Dann bin ich, dann bin ich auch 10 Euro. Dann ist das 1,50 Euro. Und das ist dann 1,50 Euro. Hä? Bin ich jetzt so blöd? Wurde das extra für dieses Format erstellt, das Meme? Leute, keine Ahnung, kauft einfach mein Merch, revenstore.de. Extrem geil und extrem tight. Ich kann es euch nur empfehlen, denn das Notizbuch ist tatsächlich, also muss ich jetzt einfach an der Stelle mal sagen, handschriftlich vom, also da habe ich selber was, also das ist nicht handschriftlich, aber ich habe es personalisiert und da stehen Sachen drin, das ist nicht nur ein Notizbuch, wo vorne was draufsteht. Und ich habe auch einen Stuhl. Kauft doch einfach meinen Stuhl und schickt mir Videos davon, wie ihr damit den Berg runterfahrt. Am besten auch der Ersteller dieses Memes. Tja, danke. Einfach mal abschalten und die Ruhe genießen. Revi26, Pfleger in der Intensivstation. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier so befürworten kann. Ich bin damals auch tatsächlich aus dem Grund aus der Intensivstation rausgeflogen, weil ich nämlich überall Stecker gezogen habe und mein Handy laden wollte. Blöderweise habe ich halt den Hauptstecker gezogen und alle Cola-Automaten sind ausgefallen. Gut, und 10 Leute sind gestorben. Muss man aber auch sagen, als Polizist, meine Freunde, wie gesagt, darf man sich sowas auch mal erlauben. Revisi 2.0. Absolut top. Ich finde es gut, dass du dich weiterentwickelst von 1.0 zu 2.0. Ganz stark. Hat mir vor 6 Wochen das Buch Geld verdienen durch Betrug erstellt. Kam bis heute nicht an. Ja, schmerzhafte Erfahrung, meine Freunde. Ähnliches ist, wie gesagt, wenn ihr bei mir im Revenstore bestellt. Ich hatte auch tatsächlich mal überlegt, einfach einen Beutel Luft zu verkaufen. Ich meine, ihr seid ja alle dumm genug. Deshalb denke ich einfach mal, dass ihr das kauft. An der Stelle kann ich auch nur mal einen großen Shoutout an euch raushauen. Nutze einfach meinen Fortnite Creator Code, denn der ist absolut sinnfrei, aber beschert mir eine Menge Kohle. Und es ist, wie gesagt, Januar, meine Freunde. Und ihr wisst alle, wie es ist. Als YouTuber hat man es echt nicht leicht, ne? Also, es ist wirklich. Ich muss mich hier, es ist 19.22 Uhr und ich sitze hier in dem Polizeikostüm. Also Leute, mein Leben ist echt scheiße. Ich hab meinen Schokoriegel zu Hause vergessen. Sebastian, 26, maßlos enttäuscht. Das ist ja wieder dieser eine Moment, wenn man sich fragt, wo habe ich im Leben die falsche Abzweigung genommen? Wo bin ich falsch abgebogen? Dass ich jetzt hier sitze in einem Polizeikostüm und mir sowas reinziehe und ich bin 26. Es ist einfach. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal meine Entscheidung im Leben überdenken. Danke, Palutencrush, danke. Ich habe meine Freundin gefragt, ob ich ihr Ohrringe zum Geburtstag schenken soll. Sie hat gesagt, nichts würde mich glücklicher machen. Schenke ihr jetzt nichts. Weil. Versteht ihr, Leute? Sie hat ja gesagt, nichts würde mich glücklicher machen. Also hat sie sich ja nichts gewünscht und keine Ohrringe. Das ist ja der Witz. Hallo? Mann, ich weiß gar nicht, wie man auf sowas reagieren soll, Alter. Nächstes. Das ist mein eineiiger Bruder. Für Zwillinge seht ihr aber nicht ähnlich aus. Sind wir auch nicht. Aber er hat nur ein Ei. Ja. Was soll ich sagen? Extrem stabiler Gesichtsausdruck hier auf jeden Fall von Jody. Erstmal ein Schluck Kaffee. Extrem stabiler Gesichtsausdruck hier auf jeden Fall von Jody. Da sieht man auf jeden Fall, hier auch ein extrem stabiler Gesichtsausdruck von mir. Sehr, sehr schöne Bilder hier auf jeden Fall gewählt worden. Starkes Meme, ich musste kichern. 5 von 10 Gummipunkten. Ich wurde gerade von den Nachbarn. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, das zu lesen, Alter. Wisst ihr, bei dieser Font, da kriege ich jetzt schon das Kotzen, Alter. Aber okay. Ich wurde gerade von den Nachbarskindern zu einer Wasserschlacht herausgefordert. Ich warte, bis mein Wasser fertig kocht, dann kann es losgehen. Versteht ihr, Leute? Weil ich den Nachbarskindern mit kochendem Wasser überkippe und danach von der Polizei ins Gefängnis gesteckt werde. Moment mal. Ich bin ja die Polizei.
Das heißt, ich kann machen, was ich will. Extrem stabil. Ja, extrem witzig. Kinder mit Wasser überschütten. Gerade mit kochendem Wasser ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsaufgaben in meiner Freizeit. Deshalb kommt mir einfach nicht zu nahe. Danke. Mein ganzes Auto ist vollgeschissen von diesen Drecksdingern. Vögeln? Nein, vielleicht später, aber ich muss mein Auto putzen. Versteht ihr? Von diesen Drecksdingern. Jody fragt, Vögel? Ich sag, nee, vielleicht später, weil ich muss mein Auto putzen. Dann komme ich nämlich so mit meinem Polizeikostüm und sag so, Jody. Was mache ich hier eigentlich, Alter? Wirklich? Das ist kein Meme, das ist einfach ein Bild von mir, als ich noch Verbrecher gewesen bin, wo ich damals einen Tresor aufgebrochen habe. Mittlerweile bin ich ja, wie gesagt, als Polizist in der Lage, eine Walter P99 zu tragen. Und auch hier, wie gesagt, mit 3 Sternen auf jeden Fall schon, glaube ich, ich weiß gar nicht, was für ein Rang ist das. Schreibt es mir in die Kommentare, ich habe keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall schon mehrfach beförderter Oberkommissar der Landeskriminalitätsleitstelle. Ne, ihr wisst Bescheid, meine Freunde. Das war ich auf jeden Fall damals, das war ich heute extrem steil. Hallo, darf ich mich da hinsetzen? Ich bin blind. Beweise es mir. Siehst du die 3 Tauben, die dort hinten fliegen? Ja, ich nicht. Oh klar, setz dich. Ja, ist halt witzig, ne? Weil ich sehe die ja nicht und dann sagt sie ja, ja klar, setz dich. Auch hier, wie gesagt, fettes Shoutout an das Gesicht. Da würde ich auf jeden Fall jetzt ja immer einen Kuss draufsetzen. Das ist kein Meme, das ist einfach nur Kunst, Leute. Und ich möchte, dass ihr euch das jetzt alle ausdruckt und bitte in eurem Zimmer aufhängt und dann hingeht und dann mir davon Fotos auf Instagram schickt. Weil das ist einfach nur schön. Das ist einfach nur schön. Meine Freunde, wir sind am Ende dieser Tortur angekommen. Ich muss hier als Meme-Officer auf jeden Fall... Wieso hatte ich Kopfhörer an? Ich brauchte die überhaupt nicht. Ich habe nichts gehört. Muss ich an der Stelle als Meme-Officer sagen, Leute, extrem stabiles Video. Man kann da auf jeden Fall nicht mehr rausholen, als jetzt schon geht. Ich würde gerne mein Subreddit wiederbeleben. Folgt mir bitte auf Instagram. Ich möchte gerne die 1,7 Millionen Abonnenten haben. Es wäre extrem nice, wenn ihr mich dabei unterstützen würdet. Nutzt meinen Creator-Code, kauft mein Merch, meinen Stuhl. Eigentlich, seien wir doch mal ehrlich, ist das hier eine Dauerwerbesendung. Was machen wir uns eigentlich vor? In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Danke für die ganzen Memes. Ich bin extrem dankbar. Ich gehe mich jetzt selber verhaften und kette mich an den nächsten LKW. Auf Wiedersehen. Tschüss. We'll be right back.